Echt? Junge, 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 Junge. Komm, Räuberleiter. Okay, wir arbeiten noch dran. Neue Leine. Mal wieder zur Gewöhnung dran machen. Wow, 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 wow. Ruhig, Brauner. Hast du Bock? Hast du Lust? Warte. Schon mal anfangen zu probieren? Fängst du schon mal an zu probieren? Wir probieren alles, Wir probieren alles, ja? Eine alte nicht schnell genug ist, Jetzt können wir helfen. Entspannung. Und das bezahlen wir. Ganz wichtig ist wirklich, die Hand muss am Hund weg sein. Und soll nicht, das war jetzt Zufall. Und soll nicht immer so drei Haare berühren und ihm zu drohen, ich hab dich gleich, ich fang dich gleich oder irgendwas. Sondern ganz entspannt, die Hand ist da, nichts passiert, Kontakt, Hilfe. Prima. Kontakt, Hilfe, durchsitzen, prima. Bauchkontakt, Schnupp, nachdenken. So, jetzt haben wir vermehrt Sitzplatz gemacht und haben das Stehen ein bisschen vernachlässigt. Dann merkt man gleich, er bietet was an, ich will was anderes. Wie das nicht mehr so häufig auftritt, dass er versucht, sich hinzustellen. Und so ist das immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Welche Übung bringt am meisten Erfolg? Die probiere ich auch am meisten aus. Einer runtergefallen. Bauchkontakt. Jawohl, der war gut. Super. Klasse. Noch Bock? Hast du noch Lust? Ja? Warte, 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 warte. Warte, warte, geht los. Wenn er klein ist, können wir sowas natürlich ignorieren bzw. unterstützen, wenn wir es niedlich finden. Wenn er dann hier Augenkontakt aufnimmt, dann ist das natürlich eine Sache, die können wir auch spontan bezahlen. Darauf achten, nicht so oft angrabbeln, dass er die Zeichen auseinanderhalten kann, wenn ich was will. Jetzt kommt wieder mehr Ruhe rein. Manchmal ist so am Anfang die Euphorie ein bisschen groß, dass er dann ein bisschen zappelig wirkt, dann nicht ungeduldig werden, sondern das bezahlen, was wir haben wollen. Prima. Pause. Klasse gemacht. Klasse gemacht. Ha. Mehr. One-Kontakt, genau. Auch mal wieder bezahlt. Sowas bauen sie immer zwischendurch mal auf. Wenn so Pause ist oder sowas, einfach mal Ohren angucken, kontrollieren, Finger reinstecken. Oh, ist das gut. Und dann gibt es ein Leckerli dafür. Und die andere Seite. Und mal hingucken. Ist das gut. Und bezahlen. Dann haben sie es später, wenn er größer ist, umso leichter, mal was wegzumachen, sauber zu machen und ähnliches.
Ja. Wir probieren seriöse Sachen aus. Ha? Nase, Nase, haben wir heute keine Lust? Komm her, machen wir was anderes. Machen wir was anderes weiter. Ha? Komm her. Und die andere Leine hier, die lassen wir einfach so dran. Die hängt einfach mal nur runter. Die nehmen wir einfach nur mit. Noch mehr. Ja. Und auch da hilft die Ruhe wieder weiter.